Das war ja auch selten dumm. Wenn man auf Schleim und Glibber steht, ist das göttlich. Oh, verdammte Kacke nochmal! Hör zu, Prinz! Ich nächste Mal auf den Weg! Jetzt ist klar. Ach, was? Wo kommt der denn her? Ich glaube, den habe ich ungünstig am Kopf erwischt. Tut mir natürlich ein bisschen leid. Ach krass, El Amo Bandito, der sieht natürlich auch gut aus. Nein, weg da! Sie ist meine Kleine! Tja, die gute Nachricht ist, ich habe eine neue Bahn für uns gefunden. Aber die Station ist immer noch außer Betrieb. Und wir sind nicht alleine. Ich sehe einen Schatten in der Wachstation. Ich bleibe in Deckung. Sondier du mal die Lage. Was denn für ein Schatten, bitte? Ah, hallo Jungs. Mein Name ist Stan Poole, Rapture Tribune. Ein gutes Blatt, bevor die Leute aufhörten, es zu lesen und eine andere Verwendung dafür fanden. Jedenfalls möchte ich euch ein Geschäft vorschlagen. Ja. Kommt zum Bahnhof. Ich bin hier in der Wachstation. Triff dich mit Stanley im Bahnhof. Vor allem, wir sind ja ein Big Daddy. Wie kommt ihr darauf, mit uns zu quatschen? Niemand redet mit Big Daddies normalerweise. The Chase. Die Jagd. Torheit des Dionysus. Können wir ja vielleicht nochmal ein Ründchen fahren. Verloren und gefunden. Ich habe sie gefunden. Ich habe Cindy gefunden bei diesem verrosteten Karussell. Sie stand einfach da, hat es angestarrt und darauf gewartet, dass die Musik anfängt. Aber sie erkennt mich nicht einmal. Was haben die mit ihr gemacht? Hört sie euch an. Keine Ohren, keine Zähne. Wenn irgendjemand dies hört, ich muss wissen, wie ich sie heilen kann. Nein, weg da! Sie ist meine Kleine! Ich frage mich ja die ganze Zeit schon. Ach, da kommen wir nicht durch, schade. Müssen wir das irgendwie aufschmelzen oder irgendwas? Das ist ja kein Eis, das ist ja einfach Glibber. Ich frage mich die ganze Zeit, ob wir nicht, also ob Project Delta, der wir ja sind, der erste Big Daddy, ob das nicht dieser Mark Meltzer ist. Aber nee, das kann ja gar nicht sein. Big Daddies gab es ja schon lange vorher, bevor irgendein Mark Meltzer hier runtergekommen ist, um seine verschwundene Tochter zu suchen, die ja erst nach den Teilen, nach den Geschehnissen aus Bioshock 1 verschwunden sind, die ganzen Mädels. So, von hier kommen wir. Wo gehen wir denn weiter lang? Lamb's Garden. Oh, ich muss husten. Sekunde. So, ich hoffe, ich bin immer noch auf der gleichen Lautstärke jetzt. Wieso hat sich das gerade alles bewegt? Ist da jemand? Kann ich den Partyhut mitnehmen, bitte? Ich möchte einen Big Daddy mit Partyhut sehen. So, was kriegen wir? Einen Speer, den wir nicht brauchen. ML Munitionsbandito. Ansonsten haben wir hier natürlich auch alles. Hackpfeil, Auto-Hackpfeile können wir vielleicht nochmal einen mitnehmen. Hurra, Treibstoff, Eve-Spritze, ein paar alte Fische, da geht's gar nicht weiter. Dann gehen wir mal zu Lamb's Garden. Ja, der letzte Ort, wo ich sein möchte. Wahrscheinlich wachsen hier nur frigide Pflanzen und Krüppelfichten. Das ist keine Tür, okay.
So, den brauchen wir momentan noch nicht, aber für später haben wir dann immer schon mal ein Heilungskit, eine Eve-Spritze. Alter, überall Eve-Spritzen, wir brauchen die irgendwie so gut wie gar nicht. Hab ich das Gefühl? Oder liegen einfach nur so viele rum? So, Nieten. Verbandskasten, Sardinen, Dosenbohnen. Ach, warte mal, ein Hackpfeil können wir ja ruhig mal mitnehmen. Dann haben wir 9 von 9. Schaden kann es ja nicht. Hua, Alter! Das kam sehr überraschend. Komm mal rum, ey, pst, komm mal rum, ich warte hier auf dich mit der Schrotknarre. Ich sitze hier auf dem Präsentierteller. Du hast dich ja auch sehr gut präsentiert. Scheiße, jetzt habe ich aus den F gedrückt, wollte ich gar nicht. Aus der Gewohnheit heraus, naja komm, dann nehme ich jetzt mal das Ding mit. Ich wollte mich eigentlich an der Station heilen, habe aber aus Gewohnheit wieder auf F gedrückt. Die Promenade, Alter, wie soll ich denn überhaupt was finden? Da waren wir schon. Hier waren wir auch schon, hä? So, Pfeil sagt hier lang. Hallo! Hallo! Ja, ja, der ärgert mich auch! Danke! Das ist lieb! Dionysus Park war mein Zuhause, Delta. Ein Experiment in sozialer Einheit, zunichte gemacht durch menschliche Torheit. Mit jedem deiner Schritte entehrst du das Andenken daran. Ach ja, wie kann man eigentlich nur so hässlich sein? Tja, Lem weiß, dass du hier bist, aber ich bin inkognito unterwegs. Die Sache ist die, seit du den Park trockengelegt hast, schnüffeln hier die Little Sisters rum. Auf der Suche nach Adam. Und das kann ich nicht brauchen. Ja, das tut mir sehr leid. Ich kann das sehr gut brauchen sogar. Ach krass. Das ist bestimmt das soziale Experiment, was sie meinte. Wie lange die Leute Luft anhalten können. Wie die so sterben. Was die so machen, wenn die tot sind. All diese schönen Sachen. Flintenkugel. Aha. Hey, Sascha. Jetzt knack schon den Safe. Ich will meine gottverdammte Überraschung haben. Oh, ich bin so nah dran. Warum machst du nicht mit? Tick-Tock, Sascha. Wird das heute noch was? Wow. Der ist jetzt auf meiner Seite, ne? Das sollte ich viel öfter mal machen. So. Die hat nichts dabei, leider. Eve-Spritze braucht man nicht. Aber Waffe-Upgrade, Waffen-Upgrade ist immer gut. Upgrade für Bohrer-Deflektor. Lalala, erhöhter Harpunenschaden. Das wollte ich ja auch machen. Ich glaube, das mache ich auch mal. Du und ich gegen den Rest der Welt. Du sagst es, Johnny. Mein alter Freund. Gut, dass ich dich dabei habe. Ach, guck mal hier. So, Auto-Hack-Pfeil. Wenn du willst, nimm dir auch was, ne? Hier, dafür esse ich deine Chips. Wir sind nämlich Homies. So, bist du noch auf meiner Seite? Ja, ich speichere mal.
Ist mir ein bisschen lieber. Ich glaube, das werde ich jetzt nur noch so machen, dass ich mir dann quasi... Yeah, wir zeigen diesen Trottel, wer der Herr im Haus ist. So machen wir's, Alter. So machen wir's. Hallo? Du bist ein Dreckwehr. Oh. Dass immer die falschen Speere aktiviert sind, verstehe ich nicht. Ich guck dann ja auch nicht nochmal nach, ehrlich gesagt. Nimm das, Vater, und beeil dich. Mutter kann mich nicht hören, aber sie... Sie sieht mich direkt an. Und ihr Gesicht. Aber sind... Aber kann dir helfen. Sind das jetzt Erinnerungen an Eleanor oder sind das jetzt tatsächlich gerade... Ich hab hier die Hosen an. Entschuldigung, ich wollte einen Kragen richten. So, gib mal bitte den Speer wieder, ja? So, gut zu wissen, dass die einem irgendwann doch in den Rücken fallen. Granatenwerfer. Splittergranate, Splittergranate. Na, da bin ich ja mal gespannt. Woher nimmt denn Eleanor eigentlich Granatenwerfer und den ganzen Krams? Was sind das für hässliche Statuen? Da ist eine Genbank, die brauchen wir momentan nicht. Ich wollte es mal probieren, wenn wir es schon mal haben. Ach, da sind wir ja schon an der Dingens. Jetzt natürlich gut überstanden, wie es aussieht. Ach, da kommen wir nicht weiter. So. La 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 la. Transitfahrplan. Der große Transenfahrplan. Aha, um 11.30 Uhr ist die Bahn hier. Rhine Amusements Fontaine Curd. Da würde ich gerne mal hin und alles auseinandernehmen. Oh, die kriegen wir wohl nicht auf. Nanü? Ach, wie geil. Ist schon sehr geil hier, aber ich glaube, da müssen wir gleich eh noch lang. Ich vermute mal, jetzt müssen wir erstmal mit dem Typen quatschen. Mit dem Zeitungsfuzzi. Huch. Und dann geht's weiter um die andere Ecke. Da ist er doch. Okay. Tote erzählen keine Geschichten, hab ich recht? Falsch. Denn wenn Adam im Spiel ist, hat jeder Tote eine Story auf Lager. Und Lam weiß, wie man sie liest. Wenn sie das Zeug in die Finger kriegt, ist es aus mit mir. Ich möchte also, dass du die Story von Dionysus Park für immer beerdigst. Schaff mir die Little Sisters vom Hals, auf deine Art. Wenn du das tust, entriegle ich die Station für dich. Großes Pfadfinder-Ehrenwort. Tja, ich würde sagen, er hat was zu verbergen. Aber so macht das Raten keinen Spaß. Er hat sich in der Wachstation eingeschlossen. Wir müssen also mitspielen. Finde diese Sisters. Wir müssen doch gar nicht mitspielen. Wir könnten doch theoretisch mit dem Bohrer hier die Scheibe so lange eintrümmern, bis wir drin sind, entriegeln die Station und auf geht's. So, in meiner Karte können wir den Aufenthaltsort von den Sisters... Ah, das ist ja gut zu wissen. Das wusste ich auch nicht. Das Geld übrigens hat sich frisch gehalten. Die ganzen Scheine haben das Wasser überlebt. Da kommen wir ja gerade nicht durch. Nun gut, also Little Sisters und Adam sammeln.
Und mich durch, das wird keine ganz so leichte Aufgabe, wie man das vermuten mag.